Hey Leute, und damit willkommen zu dem Spiel Firewatch, das ich mir gerade so aus meiner Bibliothek rausgesucht habe. Und ich dachte, das ist nicht so lange, das könnten wir mal zocken. Ich bin heute krank, was man vielleicht ein bisschen in meiner Stimme merkt. Aber egal, wir starten direkt ins Spiel. Du siehst Julia. Sie ist ungefähr in deinem Alter, Ende 20. Sie unterhält sich mit gut gekleideten Professoren und Studenten von der University of Colorado Boulder. Du, Henry, bist mit deinem Kumpels ein Trinken. Schön, dass wir Henry heißen. Du gehst zu ihr. Du bist betrunken. So, gute Frage. Was frage ich sie denn jetzt? Also, was ist dein Hauptfach? Du siehst gut aus. Ich mache hier mal eine einfache Frage. Du lachst und riechst nach Bier. Du lächelst unbeholfen. Evolutionsbiologie, antwortet sie. Und ich bin Dozentin. Cool, erwiderst du. Und du? Fragte sie. Sie rümpft die Nase. Toxikologie? Was ist Toxikologie? Okay, fragen wir mal. Machst du dich über mich lustig? Fragst du. Sie nickt. In der Sorge, dich gekränkt zu haben, fragt sie dich, ob ihr euch einen Cheeseburger teilen wollt. Eine Woche später seid ihr zusammen. Oh, das ging jetzt aber schnell. Rucksack anziehen. Nice. Ist das unser Wagen? Erstmal Rucksack einladen. Weil das ist eigentlich besser, würde ich den Rucksack direkt mitnehmen. Egal. Ihr seid schon gut ein Jahr zusammen. Sie macht dich wahnsinnig. Es ist toll. Ihr zieht zusammen in eine Wohnung, nahe der Universität, mit Blick auf die Berge. Ihr trinkt Bier auf der Dachterrasse. Eigentlich trinkt ihr überall Bier. Julia möchte einen Hund. Sollen wir einen Hund geben? Da gibt es einen verwahrlosten kleinen Beagle. Julia verliebt sich sofort in ihn. Sie möchte ihn mit in den Unterricht nehmen. Es gibt auch einen bedrohlich wirkenden, aber sanftmütig blickenden Schäferhund. Wenn Julia diesen Hund ausführen möchte, könnte ihr nicht zustößen. Er ist ein imposantes Tier. Entweder den Beagle und taufen ihn Bucket oder wir nehmen den Schäferhund und nehmen ihn Mayhem. Nein, ich will den Beagle. Beagle sind süß. Bucket ist ein guter Hund. Nach einer Woche denkt er gar nicht mehr über den anderen nach. Julia liebt ihn. Ich auch. Oh, wie süß. Ja, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich liebe ihn. 1979. Ihr unterhaltet euch auf der Dachterrasse. Es ist Sommer. Es ist 21:30 Uhr abends. Und die Betonwüste unter euch glüht immer noch. Was hältst du von Kindern? Fragt sie. Oh Gott. Kinder? Die sind nicht sehr schlau oder zu irgendwas nütze. Ich meine, ob wir welche haben wollen. Ein paar kleine Dummköpfe. Ja, wäre schön. Dann sollten wir vielleicht heiraten. Ja, das fände ich gut, antwortest du. Unsere Kinder werden schon verkorkst, das soll verkorkst genug sein. Es kann nicht schaden, wenn ihre Eltern wenigstens verheiratet sind. Du findest, sie hat vollkommen recht. Ich habe ihr eigentlich da nicht zugestimmt. Wir haben ein bisschen Schwabbelhand, muss ich sagen. Also dünn sind wir nicht. Terofar Trailhead. Okay. Also ich muss sagen, die Umgebung sieht schön aus. Kann man nichts dagegen sagen. "1980. Es ist Donnerstagabend und Julia hätte schon seit 4 Stunden zu Hause sein sollen. Sie ruft dich an, du machst dir Sorgen und wirst immer wütender. Sie kommt nach Hause, als du schon im Bett liegst. Oh Gott, meine Nase ist gerade richtig zu. Sie ist nicht wirklich betrunken, hat aber offenbar einen schönen Abend. Ihr streitet euch, als sie ins Bett kommt. Was? Nein, ich ignoriere sie lieber, ich bin nicht so einer, der sauer wird. In dieser Nacht haltet ihr Abstand voneinander. Am nächsten Tag plagen dich Schuldgefühle, weil du so wütend warst. Du fragst sie, wie ihr Abend war. Toll, antwortet sie. Du nimmst es ihr immer noch ein wenig übel. Du machst Kaffee und gehst zur Arbeit. 1981. Julia zeichnet immer noch gerne. Sie zeichnet die Pflanzen, die sie erforscht. Sie zeichnet alle Orte, die ihr besucht. Sie zeichnet dich. Du spannst deine Muskeln an wie He-Man. Wer ist He-Man? Du tänzelst herum wie ein Victoria's Secret Model. Komm, wir tanzen müssen hier rum. Sehr schön.
Mehr kriege ich nicht, außer ein sehr schön. Gott, wie lange muss ich hier noch durch den Wald wandern? Habe ich eigentlich meinen Rucksack mitgenommen? Oder habe ich den vergessen? Ich glaube, ich habe ihn vergessen. Egal. Two Forks. Feuerwachturm Two Forks. Leertaste über Hindernisse klettern. "1982. An Sommerabenden geht ihr gerne mit Bucket spazieren. In der Stadt ist ein Festival. Es zieht Besucher von überall her an. Einer von ihnen versucht euch mit einem Messer auszurauben. Warum? Er tritt Bucket. Buh, bah, fa, verdammt der Hund, schreit Julia. Sie ist aufgeregt. In Stresssituationen stottert sie schnell. Du stellst dich dem Angreifer entgegen. Ich jage ihn davon. Du greifst in deine Tasche, als hättest du eine Waffe, und drohst ihn umzulegen. Du schaffst es, euch allen drei Angst einzujagen. Er haut ab. Julia schlägt vor, ab jetzt einen anderen Weg zu nehmen. Du stimmst ihr zu. Hier möchtest du auch nicht mehr spazieren gehen. Von da an spaziert ihr am Fluss entlang. Schön. 1984. Eure Arbeit kommt der Nachwuchsplanung in die Quere. Verdammt. Julia wird ein Job in Yale angeboten. Yale liegt im 3000 Kilometer entfernten Connecticut, richtig? Ja. Sie wäre dort stellvertretende Fachbereichsleiterin. Sie möchte umziehen. Du auf keinen Fall. Du überredest sie, das Angebot abzulehnen. Du bist einverstanden, wenn sie pendelt. Ja, ich unterstütze sie, wenn dann schon dabei. Du fragst sie, ob sie pendeln würde. Du möchtest nicht nach Connecticut ziehen. Sie sagte, es würde anstrengend werden, aber sie würde es tun, wenn du nicht umziehen möchtest. Du sagst ihr, sie solle sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen, wenn es das ist, was sie möchte. Sie nimmt den Job an und fliegt dreimal im Semester zurück nach Boulder. 1985. Julia wird nach einem Vorfall in Yale beurlaubt. Sie ist ausgerastet, weil ein Kollege sich Bücher von ihr geliehen hatte, die sie für ihre Forschung benötigte. Sie konnte sich nicht mehr daran erinnern, dass sie ihm die Bücher 2 Tage zuvor mit Freunden geliehen hat. Man fand sie weinend im Treppenhaus. Du findest, ihr solltet vielleicht mit jemandem darüber reden. Ihr macht Macaroni und versucht es bei einer Flasche Wein zu verdrängen. Ich verdränge sowas doch nicht. Nach unzähligen Arztbesuchen und Tests stellt sie heraus, dass Julia unter Demenz im Frühstadium leidet. Sie ist 41. Oh Gott! Ihr beschließt vorerst, niemanden davon zu erzählen. Tagebuch. Okay, nein. Bucket wird langsam alt. Julia findet es gut, dass er ruhiger wird, da er nun im Haus weniger anstellt. Eine Woche später kehrt sie zur Universität zurück. 1987. Julias Zustand verschlimmert sich. Sie kann sich im Unterricht an nichts mehr erinnern. Ihre Forschung liegt im Scherben. Sie fährt ohne Grund mit dem Auto in die nächste Stadt und muss von der Polizei nach Hause gebracht werden. Sie ist am Boden zerstört. Sie wird dauerhaft krankgeschrieben. An manchen Tagen ist sie die Julia, die dich als Trottel bezeichnet und eure ungeborenen Kinder als kleine Dummköpfe. An anderen Tagen hast du es mit einer Fremden zu tun. Sie zieht dich ins Bett, um Liebe zu machen. Nach 5 Minuten gerät sie in Panik, weil sie glaubt, ihr Vater steht an der Tür. Oh Gott, was ist mit ihr los? Come on. Du erzählst ihren Eltern von ihrer Krankheit. Ihre Eltern sind niedergeschmettert und fliegen schon bald regelmäßig aus Australien zu ihr. Eine Weile lang besuchen eure Freunde euch und verbringen, also und bringen kleine Geschenke zur Aufheiterung mit. Ihr Zustand verschlimmert sich weiter. 1988. Du verbringst deine Tage damit, dich zu Hause um Julia zu kümmern. Du zählst die Sekunden zwischen den 2 wöchentlichen Besuchen von Julias Pfleger Daniel. Er meint, Julia sollte woanders wohnen, damit sie rund um die Uhr betreut werden kann, in einem Heim. Der Gedanke beschäftigt dich über die nächsten Monate. Nein, ich kann das nicht alleine hier. Fuck. Weißt du immer noch, was wir hier machen?
sind gerade auf dem Weg zu einer Feuerwacht. Warum auch immer. Ich wollte mal kurz nach unten gucken. Wir haben schöne Beine, echt. Oh, und hier stehst. Der kann aber hochspringen. Ihre Eltern sind mit deiner Entscheidung einverstanden. Du findest eine großartige Einrichtung für sie in Boulder. Du besuchst sie jeden Tag. Später nur noch jeden zweiten Tag. Du gehst mit deinen Freunden in die Bar. Es ist nicht mehr wie früher. Wenn du mich jemals so wie Henry in den Heim steckst, schneide ich dir die Eier ab. Glaubst du, bekommt jeder deiner Freunde von seiner Frau zu hören. Du beschließt allmählich, dich seltener mit deinen Freunden zu treffen. 1989. Julias Schwester Susan zieht nach Boulder, um in ihrer Nähe zu sein. Sie besucht sie täglich. Manchmal begleitest du sie. Susan kauft dir eine alte Schreibmaschine. Du solltest schreiben, wenn du schon keinen Therapeuten aufsuchen willst. Willst du nicht? Du hast Susan schon immer sehr gemacht. Monate vergehen, Bucket stirbt. Nein, Bucket! Wenn du Julia von ihm erzählst, kann sie sich nicht an ihn erinnern. Manchmal dauert es auch eine Minute, bis sie dich erkennt. Insgeheim glaubst du, es liegt daran, dass du sie immer seltener siehst. Und je seltener du sie siehst, desto mehr vergisst sie dich. Glaubst du? Der Sommer steht bevor. Du siehst eine Stellenanzeige in der Zeitung. Ah, stell dich jetzt, du nimmst den Job an. Ah, und jetzt sind wir hier. Auf der Feuerwacht. Verstehe. Um uns ein bisschen abzulenken von all dem, was zu Hause passiert ist. Betritt den Feuerwachtturm. Schöne offene Welt hier, muss ich sagen. Mit solchen Walking Simulatoren gehe ich lieber den Weg, der mir vorgeschrieben ist, weil ich finde, es ist spannender, als wenn man sich dauerhaft überall umsieht. What the fuck, ist hier alles zugenagelt? Schalte den Strom ein erstmal. Nein, das hatte ich jetzt nicht vor. Und wieder zurück. Strom ist hier. Okay. Linke Umschalttaste. Ah. Hallo. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? People take this job to get away from something. So, what's wrong? What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Du hast 3 Ehemänner umgebracht und rebellierst gegen deine Mutter. Zu Hause kann dich niemand leiden. Geh mal rein. Probably out here because nobody back home can stand you. Which, after this brief introduction, is not a big shock. Ouch. I'll chalk that up to you being tired and grumpy. Well, I'd better get some sleep then. One sec. Now it's my turn. Okay. Good night. Bye. Let's see. I don't know anything about you. I say you got fired from your job and have finally decided to write your novel. That's the sort of bullshit reason you'll find a man out in the woods. Good night. Welcome to the job. Okay, das war jetzt irgendwie merkwürdig, muss ich sagen. Das ging jetzt schnell. Erstmal hier eine kleine Geschichte schreiben. Oh Gott, ich muss gleich niesen. Was? Hier ist mein Funkgerät. Ich habe wohl verschlafen. Sorry, guess I slept in. You got a relaxing, what, 14 hours of sleep?
Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly get you acquainted with the job. There's a thing in the middle of your room with a round map on it. Do you see it? Yep, I see it. Yeah, I see it. This is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne? You use this to spot, you guessed it, what the fuck? What is it? Nothing. You use this to... Oh, fuck me! Good God, language, lady. Out your west-facing window. Are you seeing what I'm seeing? Westfenster. Are those fucking fireworks? Oh, yeah. Whoa, that's not legal, right? No. You need to get down there right now and stop them. Fire danger is through the fucking roof. Is that really my job? Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. Okay. I'm not really a disciplinarian type of guy. Well, make him knock it off without smoking a joint with him, okay? Sure. All right. Good. Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Wow, kreativ. Convenient. That's one word for it. Und raus hier. Gut, also unser erster Tag beginnt dann schon mal gut, wenn wir gleich ein paar Leute aufhalten müssen hier. Oh, so Animation finde ich aber auch immer schön gemacht. Da kann ich auch irgendwie rennen. So. Hier bin ich. Und ich muss zur Verzauberungskiste 360. Das heißt, muss ich nur wissen, wo lang und dann könnte ich auch. Oh mein Gott, ich habe null Orientierung gerade. Ich sollte ungefähr nach Westen gehen, dann sollte es auch stimmen. Gott, ich komme mit der Orientierung noch gar nicht klar. Ich würde auch eigentlich gern rennen. Nachrichten und Notizen, keine gefunden, okay. Ich bin aber auf dem richtigen Weg schon mal. Wenn es hier überhaupt ein Weg ist. Gut. Ich kann mal ganz schnell in den Einstellungen hier nachgucken. Übersteuerung. Funkgerät, klettern, benutzen. Vorwärts. Ah, auf R, okay. Sonst noch irgendwas, was ich wissen muss? Nein. Ah, aber so renne ich, gut. Gut zu wissen, gut, dass mir das auch schön vom Spiel erklärt wurde, natürlich. So, hier ist die Kiste. 306, ja. Was war's? 1, 2, 3... 4. Erstmal Informationen aufschreiben. Wow. Ich habe Schreiben zwei Typen gefunden, wenn die Leute hier drauf wirken. Hi Ron, der Typ ist nicht klargekommen, also habe ich seinen Turm abgeriegelt und ein paar Sachen in die Kiste getan. Ich habe auch einen dieser Riegel gefunden, die du magst. Ich wandere jetzt zum Park, aber wir sollten uns voll laufen lassen, wenn ich wieder da bin, Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Armless, but yeah,
Müsli-Riegel. Hey, there's a snack in here. Probably gonna eat it. You definitely do not want to do that. Whatever's in there has been in there for years. That's how you get food poisoning. Egal. Schmeckt ganz schön noch. Und hier habe ich das Seil. Gut, sei gefunden. Dann muss ich jetzt wahrscheinlich hier zum See runter. Das heißt, ich muss einfach den Weg hier geradeaus gehen. Das heißt, einfach nur nach Westen weiterlaufen. Gut. Mehr habe ich dann erstmal nicht zu tun. Was ich komisch finde, ist, dass mir hier angezeigt wird, wenn ich jetzt 60 FPS, aber trotzdem sind zwischendurch immer so ganz kleine Lags. Ich weiß nicht, warum, wieso, weshalb. Aber egal. Solange es läuft, ist ja eh kein Actionspiel. Okay, das war unnötig. Ich hätte auch außen rumlaufen können. Ist hier ganz schön ruhig gerade. Aber hier muss ich lang. Hier. Und abseilen. Ich habe irgendwie mal Angst, dass ich da runterfliege jetzt. Autsch. Schön. Erster Arbeitstag direkt erstmal verletzen. Ich finde immer noch, wir haben richtig die Schwabbelhände. Wir sind schon ein bisschen dick. Soll ich das melden? Okay, dann melde ich es halt. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Be careful for Christ's sake. Ja klar, jetzt kriege ich wieder die Schuld dafür. Jetzt muss ich ein bisschen in die Richtung hier, genau. Nach der Karte muss ich noch da hoch und dann sollte ich an diesem Lake hier sein. Schon ist die Lake. Gut, einfach mal entlang gehen. Ich muss eine Wiese melden. Wow, there's a big rock outcropping down here near the lake. It's really something. Yeah, makes for good camping. There used to be a group of guys who would boulder out there a couple times a year. What happened to them? Dunno, just stopped coming out. Oh Gott, ganz viele Bierdosen. Finding a bunch of empty beer cans, they threw them all over hell. The idiots down at the lake? Yeah, them. I just found where they're hanging out. Das kann man doch hier nicht liegen lassen, alles aufräumen. Das geht ja nicht. What do you know? People with shitty manners drink shitty beer. You don't like a cold Moscow light on a hot day? No, no, I do. But then again, I didn't say my manners were any good. Better than these fucking litter bugs, though, that's for sure. Da ist noch mehr Dreck. Sogar Whisky jetzt noch. I left half a bottle of whiskey. Decent stuff. Drunk pyromaniacs. Fucking great. Windel Feuerwerk. Found the fireworks. They didn't even try to hide them. Well, confiscate them. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Ja, okay. Lagerfeuer kann ich auch noch melden. Oh, look, they decided to have a campfire too. You know, they color coded the fire danger signs in case people were illiterate. That doesn't take into account just plain stupid, does it? Ja, Jugendliche halt. Kleidung melden. Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. Oh Gott. Ich bin ein verheirateter Mann. Ich kann hier nicht einfach überall durchgehen und wo die ganzen BHs und so. Oh mein Gott!
Und ein Höschen, toll. Noch ein BH und noch ein Höschen. Also sind zwei Frauen. Klar, wer mag nicht nackte Frauen, aber trotzdem, das ist ein bisschen... Was machen die zwei da? Oh Gott, nein! Okay, haut einfach ab. Klar, also. Nein. Puh, ich hoffe, der trinkt. Ja, das hier kann keiner sonst drum gekümmert, muss ich das ja wohl machen. Toll. Ist echt gut gelaufen. Das hat mich ja schon ein paar Teenie-Mädchen als Stalker. Erster Tag, perfekt gelaufen hier. Erstmal direkt gucken, wo bin ich denn eigentlich gerade hin. Da drüben wäre doch so ein Cage gewesen. Ich weiß nicht, hätte ich da hingehen können. Ich kann es mal nochmal probieren, ob ich da hinkomme irgendwie, vielleicht. Nicht, dass ich hier ein paar Sachen verpasse. Ja, aber so aussieht, komme ich da, oder warte, komme ich da rüber? Well, this lake does seem like a good spot to swim, even if the last people to do so were assholes. Yeah, right now though, it's all snow melt, so you'll freeze your balls off. As hot as it's been, maybe that's a fair trade. Starting to feel like it. Okay. Da vorne ist das nächste Teil, genau. Nicht, dass ich hier ein paar Sachen verpasse. Warte, da war doch gerade ein Auge. Egal. Erstmal Versorgungskiste öffnen. Zum Glück habe ich hier alles das gleiche Passwort. Macht's viel einfacher. Nachricht. Kann ich dich wieder melden? Nein, dann lese ich es mal durch. Hi Ron, bei mir zu Hause ist was passiert. Hoffentlich kann ich hier für eine Weile weg. Aber wer weiß, bei den Haushaltsmitteln heutzutage. Hast du meine Nachricht über den Vorfall in Wapiti gelesen? Schätze, der Sheriff ist nicht unbedingt gut, auf mich zu sprechen. Wahrscheinlich habe ich es übertrieben. Wäre schön gewesen, wenn du da gewesen wärst. Bestimmt wärst du durchgedreht. Dave. Wer wäre durchgedreht? Ich habe es jetzt nicht richtig verstanden. Egal, aufbewahren, weg damit. Ah, den anderen habe ich nicht aufbewahrt. Kacke. Egal. Lass mal hier die Karte aktualisieren. Der vierte Stand. Das Buch braucht niemand hier. Und ein Pullover. I found a sweatshirt from the University of Eastern Colorado. There's a University of Eastern Colorado? I really don't think there is. Why would somebody make that up? Right, and then put it on a sweatshirt. The world's a weird place.
Ja, Sprüche halt. So, jetzt aber. Dann habe ich wenigstens das hier. Da oben wäre noch ein paar Cage, aber ich glaube, die komme ich noch später irgendwie hin. Aber Pizzi ist da oben. Ich gehe jetzt mal hier den Canyon entlang bis da hinten. Vielleicht bringt mir das was. Nö, melden kann ich nichts. Also ich sagen muss, ich finde diesen Grafikstil, diesen comichaften, irgendwie richtig super. Und drüber. Und auch generell die Umgebung finde ich extrem schön. Also langsam halten sich die Lags hier auch im Zaun. Das war wahrscheinlich nur ein bisschen am Anfang, als ich das Spiel gestartet habe. Einfach mal den Weg entlang gehen am Fluss. Schöner Canyon, echt. Oh Gott, was muss ich denn jetzt gestehen? What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. Ja, das war ziemlich penetrant. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Klar, ich sag dir Bescheid. Wie lang ist dieser Flusslauf hier eigentlich noch? Scheiße. Ich versuch's. Okay. Yeah, I'm not sure I got a lot of choice in getting struck down. Especially not with your electric personality. Oh, I'm just gonna let her have that one. Okay, jetzt konnte ich nicht rechtzeitig antworten, was ich irgendwie schade finde, aber gut. Ich habe Angst, dass mich das Gewitter jetzt trifft hier noch. Deswegen schnell die Karte mal abschreiben. Nein. Taschenlampe. I found a flashlight. There's one in there? Great. Well, the sun's gonna go down soon, so if the batteries still work, you're in luck. Gut, klappt. Und noch ein Horn. There's a horn or an antler or whatever. Well, antlers are made of bone and horns are made of the same stuff as your fingernails. I guess this is a bone. Antler. A ranger must have found it this spring. Okay, eine Höhle. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. Das heißt einfach wirklich Thunder Canyon, oder? Ja, heißt wow. I say, fuck it. You're a grown man, you can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Well, that could be fun. Obviously, be very careful. Fuck. Hello. It looks like the path leads through the cave. Back in the cave, huh? Man, I don't need to lose another lookout in there. Another lookout? They go in. They never come out. Okay. So this is another one of your jokes. Yeah, it is. Yep. Okay, es wird immer dunkler. Fuck. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass es so schnell dunkel wird. Egal. Lass mich hier raus! This cave is gated off. Although Debbie says she lost him like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home, convenient though. Oh, sorry, Hank. Jetzt ein bisschen Kletterspaß hier. Ich fühle mich wie ein Assassine gerade. Oh mein Gott, eine Person. The creeps?
So? Henry, there's something I... Something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. And people come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Aber wenn mich die Leute hier draußen beobachten, das ist dann auch nicht mehr lustig. Ist hier noch irgendwo was? Nein, nur noch da unten. Okay, sind doch noch genug von diesen Cages da. Okay, der Typ ist so ein richtiger Assassine, wie er überall hochklettern kann und wie schnell der auch klettert. Krass. Oh Gott. Ich könnte es nie schaffen, die ganzen Sachen hier auch zu klettern, wo der jetzt überall lang klettert. Das wäre nichts für mich. Aber er macht das ja auch nur zur Ablenkung hier. Ah, ich hätte auch einen normalen Weg nehmen können. Gut. Ne, ich nehme hier lieber den schwierigen. So. Oh, come on. Weg gesperrt, Schild. Okay. Umgefallen, das Weg gesperrt, Schild, ja. Trail isn't closed anymore. Oh, really? Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Holzaufsteller. Oh Gott, war der Typ gerade lustig. I don't think there's any fictional character I hate more than Forrest Burns. Henry, as an employee of the Forest Service, that is treason. Yeah, well, he really freaked me out as a kid. He inspired me to spend the bulk of my 30s keeping the world safe. Ah, have a field day with you. Thanks, Mom. What kind of name is Forrest Burns anyway? Ich verstehe das Wort Spanisch. Junior High with a guy named Royal Butts. Royal Butts. I didn't think anyone had been named Royal since the 1850s. Well, Royal's mom Flo was a bit of a trendsetter. Flo von Po, okay. Yeah, well, it's still better than Forrest Burns. Plumsklo kann ich auch noch melden. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen, sondern auch Generator. Yep, it doesn't go through much gas and well, you don't have much in the way of electronics, so. What about my hair dryer? Oh, I'm sorry. You might just have to make peace with frizzy locks. I could never. What the fuck? Was sucht meine Schreibmaschine hier unten? Typewriter is on the ground outside of my tower. You right? Yeah, look, the wind? No. How the hell? You should get inside. Fuck me. Fuck. No. Warum ist das Glas kaputt? Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. Motherfucker. Holy shit. I'll let the Forest Service know what happened. My fucking sheets are gone. They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. What the fuck? The place is trashed. Okay, I put in a call. What can they do about it? Will they catch whoever did it? This is the Forest Service, Henry. They're not exactly Hawaii 5-0. Do you have any idea who would have done this? I don't know. Who's out here? I mean, I don't know either. I've never had a lookout be a target for violence.
Great. I can't believe someone would do this. I mean, I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about who knows what out there. Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since, I don't know, forever, and see if we can get... Wow, das bringt mir jetzt so viel. Das ist jetzt eh schon vorbei. Toll. Jetzt muss ich die ganzen Bücher noch einräumen. Sag mir lieber, wo ich die Waffe finde. Yeah, someone made the choice years ago that leaving people with infinite amounts of alone time and a gun was kind of a bad idea. Grenades? I'll see what I can do. Tag 2, Leute. Oh mein Gott. Was ist passiert? Warum wurden wir hier angegriffen? Okay. Spannend bleibt's.